Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mangi Duraffy und ich bin unterwegs im Indienpanzer in Medium Stufe 8 der Deutschen. Der zum Leopard PDA ist es und dann zum Leopard 1 führt. Im Gefechtszimmer haben wir 8 und 9er. Das heißt, da der Panzer uns passt, dass wir so defensiv spielen. Gegen Leute erst recht. Aber wir können auch versuchen, so gut wie es geht zu unterstützen. Es ist recht eingezielt, aufgegangen. Oh, da muss man getroffen. Aber schön grüner Durchschlagsindikator. Geht nicht durch. Das Munitionslager wurde getroffen. Der ging nicht durch. Ich weiß, was wir treffen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Was auch gerade grün, aber dadurch, dass es bewegt hat, ist wieder nicht funktioniert. Aber wir da können wir es rausnehmen. Damit haben wir schon mal einen absoluten Kill gemacht. Und dann haben wir Potato gegen Potato, Medium gegen Heavy. Wirkungstreffer. Ich habe getroffen. Hätte gezogen. Ja, ob wir reparieren können. Trotzdem haben wir zum Schaden gekriegt. Der Potato macht es eigentlich gut, der hält die ganze Zeit offen. Müssen wir halt nochmal. Das Glück hat besser, weil er weiter vorfährt. Das ist ja versteckt. Das ist rausgenommen. Das ist der Löwe. Bis jetzt 635 Schaden gemacht, 505 Unterstützungsschaden durch Aufklärung oder durch Kette. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Da können wir beim Löwen mal Schaden zufügen. Verloren. Die anderen noch Schaden machen. Und meine letzte verbesserte Munition hat leider auch einen Durchschlag gemacht. Jetzt habe ich noch eine Standardmunition dabei.
Doch, haben wir auch noch mehr Erfolge. Nun, im Spiel steht 7:5 mit der Anzeige von 8:5 und 5000 Strukturpunkte vorne. Damit haben wir 1115 Schaden auf die Uhr. Das ist leider ein Felsen. Der CS-52 Schlüssel ist halt wie ein Nervensieger. Da hängt der Kanonenpanzer wieder auf. Ich möchte treffen. So, jetzt haben wir unsere Strukturpunkte erreicht. Mit unseren selbstgemachten Schaden. Und wir haben auch noch den Aufklärungsschaden. Liz, auch eine mitgeben. Ich meine nicht, dass er mit uns gerechnet hatte. Da wird sich auf der Seite auftauchen wieder. Glück ist der Löwe abgefallen. Muss halt vorsichtig sein, weil jeder Treffer ist jetzt Killshot. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Dass dieser Grunddurchschlagsindikator wieder nicht funktioniert hat, war auch wieder sehr nervig. Seite gucken, vielleicht irgendwo rumgefahren kommen. Ein seitlicher Treffer. Mit, ja, oder ist noch die Sonne wieder aufgetaucht, manchmal. Dachte, vielleicht kommen wir da doch noch hier rumgefahren. Ist aufgegangen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ist auch so nervig, dass wir hier losgehen. Jetzt kann man noch mal mitgeben. Und ein Schuss geht nicht. Einer dort schlägt, nimmt mich raus. Aber mit 1834 Schaden war das doch eine für mich gelungene Runde. Und auch noch 829 Unterstützungsschaden. Ist relativ gut gelaufen.
Mitspieler und auch noch die anderen Stunde auch jetzt noch gewinnen. Und damit würde ich sagen, gucken wir uns mal die besten Ergebnisse an. Da ist jetzt noch ein Löwe rausgegangen. Da ist alles. Ja, dann nur noch. Da hat 2 rausgenommen. Und damit gucken wir uns jetzt das Gefechtsergebnis an. So, und hier jetzt noch das Gefechtsergebnis vom Indienpanzer. Das war ein Gefecht der Überlegungsabzeichen zweiter Klasse. Wirkungsfeuer haben wir gemacht. Mit 1834 Schaden haben wir den fünfthöchsten Schaden gemacht. Ein Kill, 838 Basiserfahrung. Insgesamt habe ich 24 Mal geschossen, 19 Mal getroffen, 8 Mal penetriert. Der meiste Schaden ging über 300 Meter. Insgesamt ging die Runde 10 Minuten 48 Sekunden. Ich war 9 Minuten 54 Sekunden im Spiel. Heißt, eine knappe Minute nach mir wurden die restlichen 2 Gegner besiegt. Und durch den Verbrauch der kompletten verbesserten Munition habe ich ein Minus von 35.618 Credits gemacht. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.